Overwatch 2 ist angekündigt. Ah, und Steffi freut sich sehr auf die LOL Worlds. Und wir haben unseren Streamer of the Month. Herzlich willkommen zum CC Sports Weekly. eSports.ch Powered by UBC. Fetter Neuzugang im Schweizer E-Sport. Sagen wir es mal so, ein nicht ganz unbekannter Sportverein hat letzte Woche während der Game City sein eigenes E-Sports-Team bekannt gegeben. Der ZSC Lions ist aber nicht einfach nur ein weiterer Sportverein in die Szene eingestiegen, sondern der erste Eishockey-Club der Schweiz. Und so wie ja meistens die Fußballvereine mit FIFA in die Szene einsteigen, so haben die Lions mit NHL ihren Perfect Match gefunden. In der Schweiz gibt es ja vor allem einen NHL-Squad, der so ein bisschen von sich hat reden lassen, und das sind die Blackjacks. Erst gerade im letzten Sommer waren sie schon im Finale von der German Championship League. Sie sind aber nicht Vollzeit angestellt, sondern machen das weiterhin nebenberuflich. Außerdem haben wir ja gehört, dass noch weitere Eishockey-Vereine interessiert wären, in E-Sports einzusteigen. Ich als Bernerin schaue da natürlich mit beiden Augen zum SCB. Unser Community-Format Streamer of the Month ist jetzt schon einen Monat alt und während dem ganzen Oktober haben wir euch den Fluffy Schmutz vorgestellt. Jetzt ist aber Zeit für einen Streamer of the November. Und das ist im November der Notorious Easy. Tada! Herzliche Gratulation und selbstverständlich ausgewählt von unserem Basler Streaming-Mod, von dem er ganz sicher Vaterli Wirtschaft. Nein, natürlich nicht. Er hat uns einfach mit seiner Art und seinem Einsatz überzeugt. Und wir werden jetzt im November immer mal wieder hören, was bei ihm so läuft. Wir werden mehr über ihn erfahren und natürlich werden wir auch mal noch mit ihm streamen. Ich glaube, das kann eine ganz humoristische Angelegenheit werden und vielleicht ein bisschen interessanter für Leute, die so etwas in Richtung von Montana Black oder so etwas fühlen. Auf jeden Fall freuen wir uns. Hallo Freunde der guten Unterhaltung, mein Name ist der Notorious Easy und ich wurde von der eSports.ch Redaktion zum Stream of the Month im November gewählt. Dieser Monat wird bei mir ganz klar im Zeichen von Call of Duty Modern Warfare stehen. Da werde ich ordentlich reinsuchten und ich hoffe, ihr seid live mit dabei. Wir haben euch ja letzte Woche erzählt, wie spannend die Situation in der TCS eSports League im Moment ist. Nach dem vorletzten Matchday sind ja gerade mal zwei Teams fix qualifiziert. Bei allen anderen sechs ist noch alles offen. Ja, und jetzt ist der letzte Matchday auch gespielt worden. Und ja, was will man sagen? Die letzten 3 bis 7 liegen alle gegen noch genau gleich auf. Und falls ihr euch jetzt fragt, wieso Lausanne so weit hinten liegt, obwohl sie eigentlich bis jetzt immer im Finale waren, Roster Changes, meine Lieben. Es sieht also sehr ausgeglichen aus diese Saison, abgesehen natürlich von Servit Geneva eSports. Die liegen ohne Niederlage auf Platz 1, kleine Streber. Ja, die traurigen Verlierer vor Season sind leider eParadise Felines. Obwohl sie gleich viele Wins und Losses haben wie die Plätze 3 bis 6, liegen sie auf dem 7. Platz und müssen deswegen in der Relegationsspiel um Erhalt in der Liga kämpfen. Aber ja, das meinst du, wie sieht es aus, wer diese Season gewinnen wird? Wenn ich jetzt persönlich eine Abschätzung abgeben müsste, würde ich sagen, Servet, wenn man jetzt so schaut, ja, Lausanne geht es im Moment nicht so gut, wird wahrscheinlich also nicht auf Servet im Finale treffen. Und bis jetzt hat Servet die meisten Finale gewonnen, von dem her, ja, Servet. Counter-Strike-Fans dürfen sich wieder mal auf ein exquisites Event freuen. Nämlich findet Ende Januar Supreme Masters statt und dieses Jahr wird es noch grösser als letztes Mal. Es sind nämlich nicht 28, sondern 32 Top-Teams aus ganz Europa, die um total 8'000 Franken kämpfen. 9 Minuten von diesen 32 Slots sind auch 6 für Schweizer Teams reserviert. Die werden von den Organisatoren eingeladen. Ein Team, das schon eingeladen wurde, ist Babos Gaming. Bei 4 kann man so ein bisschen sagen, die Einladung ist noch offen. Das ist Mindsanity, Silent Gaming, Epic Esports und Red Instinct. Und ein Slot, der ist noch komplett offen, da wissen wir noch nichts. Und jetzt ist eure Chance. Am 16. November findet nämlich ein Qualifier nur für die Schweizer statt, wo ihr die Möglichkeit habt, 2 Plätze für die Supreme Masters zu sichern. Das heisst, dass total also 8 Plätze an Schweizer Teams gehen. Mal schauen, wie weit die Schweiz das mal kommt. Letztes Jahr sind sie ja bis in die Top 16 gekommen, ist auch verständlich mit der ganzen Konkurrenz. Die Schweizer CSGO-Community hat aber in diesem Jahr auch einen rechten Schritt gegen Führer gemacht und ich glaube, sie könnten die ein oder andere Show abliefern. Wir freuen uns auf jeden Fall auf ein super spannendes Supreme Masters. Das Wochenende ist es einmal sicher nicht so schwierig, sich mit E-Sports zu beschäftigen. Falls man nicht BlizzCon geschaut hat, hat man einfach bei den LOL Worlds einschalten können. Ja, am Samstag hat der letztjährige Champion IG gegen Underdog FunPlus Phoenix gespielt. Und ja, die Strategie von FunPlus Phoenix war von Anfang an recht klar. Early und Midgame dominieren und IG einfach überrollen. Und gegen die Wombo-Kombo bestehend aus Midlaner und Jungler hätte IG auch echt nicht mehr viel ausrichten können.
Am Sonntag ist dann das einzige europäische Team, das noch übrig ist, G2 gegen das koreanische Top-Team SKT1 antreten. SKT1 hat sich ja, nach einem, man kann schon sagen, Niederschlag letztes Jahr komplett neu umstrukturiert und neu formiert rund um ihren Star-Midlaner, den Faker. Es war also ein ziemlich übler Fight gewesen, aber Faker hin oder her. Am Schluss des Tages hat es dann doch so ausgesehen, als hätte G2 ein kleines besseres Teamplay und ein kleines besseres Map-Movement gehabt. Nächsten Sonntag im Finale sehen wir einmal G2 gegen FunPlus Phoenix und zwar live aus Paris. Mal schauen, ob FunPlus Phoenix die gleiche Strategie auffährt und ob G2 einen kühlen Kopf bewahrt. Wenn ihr das Finale mit euren Kollegen schauen wollt, das teils europäische Finale, wie wir ja so stolz drauf sind, dann könnt ihr das in diversen Public Viewings machen, zum Beispiel in der Mana Bar in Basel oder in diversen Pate-Kinos in der ganzen Schweiz. Egal ob Bern, Basel, Genf oder Lausanne, League of Legends läuft überall. Im Vorfeld haben wir ja so einiges gehört über die BlizzCon. Diverse Leaks haben verraten, dass nicht nur so Diablo 4 announced werden, sondern auch Overwatch 2. Und so ist es dann auch rausgekommen. Overwatch 2 ist Realität, meine Damen und Herren. Wenn man allerdings so einen ersten Blick aufs Spiel wirft, hat man mehr das Gefühl, es handelt sich so ein bisschen um ein DLC oder eine Expansion, als jetzt so ein vollwertiges Sequel. Ja, Overwatch 2 wird vor allem PvE-Content und eine aufpolierte Grafik bieten. Aber sämtliche neuen Heroes oder neue Maps, die im Overwatch 2 erscheinen, werden auch in Overwatch 1 kommen. Und man wird auch Cross können zusammen miteinander weiterspielen. Also, no stress for anybody. Im Moment ist es einfach mehr ein nice to have als ein must have. Im Hearthstone-Turnier von der BlizzCon ist dann Geschichte geschrieben worden. Es hat nämlich eine Frau gewonnen. Sie ist die erste Frau überhaupt, die jemals eine E-Sports-Weltmeisterschaft gewinnt. Herzliche Gratulation. Brandheiße News gibt es auch noch zu StarCraft. Dort ist nämlich ein neuer. Butterland Schweizer E-Sport Festival hat seine 14. Edition angekündigt und zwar findet die statt nächstes Jahr im 2020 vom 1. bis am 4. Oktober, also noch ein gutes Jährli. Aber Steffi, wie wir Butterland so kennen, lohnt es uns immer noch so etwas Kleines da. Genau, und zwar haben wir von der letzten Edition, die im April war, ein kleines Aftermovie von ihnen und dort schauen wir jetzt einen kleinen Ausschnitt an. Nicht nur international ist es heiss zu und her gegangen, sondern auch hier bei uns. Und zwar haben wir unsere CSGO-Finalisten von der Hero League. Und außerdem haben wir ja auch noch die Game City gehabt, dort hat es auch noch Turnier gegeben. Wir fangen hier mit der Woche 4 aus der Swiss eSports League und fangen hier mit CSGO. Dort haben gewonnen Kings, Equinox und Silent Gaming. In League of Legends haben wir einen Sieg für Neutic und Lostic. In Overwatch gewinnen die March Marmots, Sir und Valet. In Rocket League Pink Chocolate und Team Sir und in Rainbow Six nur ein Sieg für Team Oracles. Am Sonntag sind das Halbfinale der Hero League in CSGO ausgespielt worden. Da hat Silent Gaming gegen MyInsanity gewonnen und Red Instincts gegen Babos Gaming. Das heisst, im Finale der Hero League während dem Hero Fest sehen wir den Red Instincts gegen Silent Gaming. Dann haben wir ja noch zwei E-Sport-Turniere an der Game City gehabt. Einmal FIFA und einmal Super Smash Bros. Im FIFA gönnt der Lubo, von dem haben wir ja schon länger nichts mehr gehört, freut uns natürlich. Und in Super Smash Bros. Gönnt der Danger Noodle von Arctic Gaming. So, das wär's schon gewesen für die Woche. Vielen, vielen Dank, habt ihr reingeschaut, falls euch das Video gefallen hat. Lasst uns doch einen Daumen gegen oben, das würde mich sehr freuen. Falls ihr nichts aus dem Schweizer E-Sport-Umfeld verpassen wollt, könnt ihr am besten gerade den Channel abonnieren und geht ab und zu mal auf unsere Homepage www.esports.ch. Auch nur noch diese Woche läuft unser Gewinnspiel auf Instagram für die beiden HeroFest Weekend Pass. Also geht auch dort euer Glück versuchen. Ich sage euch bis zu der nächsten Woche. Mein Name ist Reto, nochmal ciao zusammen. Dankeschön. esports.ch Powered by UPC.